Wenn Sie nach einem erschwinglichen Schneidegerät für schwierige Plattenmaterialien suchen, ist das Excalibur 3S genau das richtige Gerät für Sie. Es ist ideal für geschäftige Studios oder Werkstätten und ermöglicht eine schnelle Amortisation mit weniger Abfall und Zeitaufwand beim Schneiden. Die Bedienung des von den weltweit führenden Experten von KeenCut entwickelten Excalibur 3S ist einfach und intuitiv. Es liefert beständige, perfekte Schnitte bei jedem Einsatz. Wir haben das Excalibur 3S bereits mit dem 90 Grad Schnellausrichtungssystem von KeenCut und durch Justieren der Teleskopbeine aufgestellt. Das Material kann leicht auf den einteiligen Winkelanschlag gestellt werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Schnitt einzurichten. Verwenden Sie den Sichtstreifen, um genau entlang der Scherlinien zu schneiden, oder die Produktionsanschläge, wenn Sie zuschneiden. KeenCuts einzigartige druckempfindliche Klemme in voller Länge ermöglicht eine maximale Klemmwirkung, um schwierige Materialien für einen perfekten Schnitt genau zu sichern. Ein Silikonband sichert empfindliche oder bedruckte Oberflächen, ohne sie zu beschädigen. Während der Sichtstreifengenauigkeit bei jedem Schnitt gewährleistet, ohne dass teure, unberechenbare Laser erforderlich sind. Alle Werkzeuge des Excalibur 3S sind dauerhaft befestigt und sofort einsatzbereit. Sie schneiden zudem entlang der gleichen Schnittlinie. Der Multi-Werkzeugkopf schneidet oder ritzt dickere Materialien ohne teure Spezialklingen. Die automatische Sperrvorrichtung ermöglicht ein inkrementelles Schneiden für ein hochwertiges Finish. Wählen Sie zum staub- und lärmfreien Schneiden von D-Bond und MDF das Doppelradschneidsystem. So erhalten Sie sicher und in einem einzigen Schneidvorgang saubere Kanten. Wie bei allen KeenCut-Produkten bietet das Excalibur 3S Sicherheit durch Design. Es ist robust, langlebig und besteht aus Materialien höchster Qualität. Besuchen Sie keencut.co.uk, um mehr über das Excalibur 3S und die anderen marktführenden Schneidegeräte von KeenCut zu erfahren.